So, meine lieben Freunde, Hallöchen, Puppelchen und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Final Fantasy Crystal Chronicles. Folgendermaßen, ich bin jetzt hier ein bisschen woanders da, weil ich noch ein bisschen am Rumfarmen war. Und dementsprechend habe ich auch noch andere Sachen gemacht. Aber es geht jetzt auch sofort weiter. Und ja, gucken wir mal, wie weit wir kommen. Folgendermaßen. Und zwar will ich den anderen Kontinent natürlich noch ein bisschen erkunden, wo wir dann auch ein bisschen hin und her reisen können und so weiter und so fort. Ich habe zwischendurch auch nochmal den Kelch voll gemacht, einfach um ein bisschen den Statuswert zu pushen, damit sich das Let's Play nicht tausendfach in die Länge hält und zieht. Aber trotzdem würde ich ganz gerne das ein oder andere Jahr mit euch mitgehen. Das bedeutet, ich war auch fleißig am Farmen. Und guck dann einfach mal. Ich bin jetzt gerade noch mit dem Sascha unterwegs, was aber eigentlich gar nicht in Ordnung ist. Und zwar muss ich heute mit dem Chris unterwegs sein. Aber das ist ja schnell gemacht. So. Beim letzten Mal waren wir in Fum, habe ich nachgeguckt mit der Sakura. Deswegen muss ich jetzt den Jägern wieder zurück zum Jägernfluss auf die andere Seite und dann können wir den ein oder anderen netten Dungeon machen. Bin jetzt mal gespannt. Ich habe das jetzt alles so ein bisschen aufgebaut, dass ich mich ganz entspannt auf die Couch hocken kann. Deswegen weiß ich nicht so ganz, wie sich das so anfühlt, aber wollen wir mal gucken. Zum anderen Ufer, 50 Gilbast, komm, auf. Schönes Spiel auf jeden Fall. Darf das natürlich nicht vergessen. Ich habe da jetzt doch schon wieder so viele Let's Play-Projekte. Wenn man es mal ganz ehrlich nimmt, Final Fantasy, Crystal Chronicles haben wir angefangen, dann haben wir, haben wir noch Kingdom of Amalur offen. Hellblade, Senua's Sacrifice haben wir zwischendurch reingezogen. Das ist ja jetzt auch schon vorbei. Und Head in Time ist auch schon fertig. Das ist schon mal ganz gut. Jetzt fehlt eigentlich nur noch Vampire's Dawn. Das muss ich noch weitermachen, obwohl ich schon, als ich das so lange nicht mehr gespielt habe, habe ich es kaum noch auf dem Schirm gehabt. Muss aber auch mal wieder gemacht werden. Von daher, jo. Aber jetzt sind wir bei Final Fantasy Crystal Chronicles. Und da machen wir jetzt mal weiter. Wir sind jetzt hier. Hier hinten dieses Gebiet, das ist sozusagen der fünfte Misma-Strom. Egal was für ein Element. Nee, das ist Erde. Da könnten wir eigentlich im nächsten Jahr dann hin. Es gibt auf jeden Fall noch einen Misma-Strom. Der hat ein ganz besonderes Element, das Überelement sozusagen. Damit kommen wir überall durch. Ich würde sagen. Celepetation. Obwohl, Celepetation. Weiß nicht gleich, ob das was herkommt. Druftschissen, das ist schon, das passt schon. Wollen wir mal gucken, was uns die Troller da erzählt. The wind is strong here. Legend has it, that from this cave, each and every gust of wind is born. I wonder why the wind here chills my face. It must have been born just moments ago. Perhaps it will blow across the land, growing warmer with each memory it gathers. The wind then plays its part by carrying those memories everywhere it goes. And once it is finished, here it shall return. Die Höhle Celepetation. Alles klar. Ich werde das mit dem Let's Play ungefähr so machen. Ich werde mit jedem Charakter, wie gesagt, tausendmal farmen. Das ist kein Problem. Ich will auch mal diesmal wirklich was probieren, das vielleicht komplett die Artefakte alle zu schaffen. Der Christopher, der hat 43 Stärke, 51 Abwehr, 16 Magie, eine Erinnerung. Das ist schon mal ganz gut. Folgendermaßen. Ich will im Let's Play einfach nur jeden Dungeon einmal abfarmen. So, dass ihr die mal gesehen habt.
Und der Rest. Ach Mist, das ist es. Es gefällt mir an diesen Dingen nicht so. Aber, naja, da kann man mit dem Christopher jetzt auch nichts ändern. Ich glaube, mit Blitz komme ich hier nicht wirklich weit. Deswegen lege ich den Zauber mal ab. Generell benutze ich sehr wenig Blitz, muss ich ganz ehrlich gestehen. Jo, gucken wir einfach mal, wie es halt sonst so läuft. Was sind das für ein Hornbohrer? Uah. Na komm schon, Christopher. Das schaffst du. Boah, der Kleine hält mehr aus als der Große. Das ist schon irgendwie traurig. Gibt aber gut Kohle. Jo, naja. Ich guck mir das später mal an, wie sich das so anhört. Ich habe mir den Dungeon noch nicht angeguckt. Ich kenne ihn von früher. Achso, die versteinern. Die können auch vergiften. Ich habe mir, wie gesagt, den Dungeon nicht angeguckt oder sonst was. Das bedeutet, ich bin nicht sicher, was hier alles abgeht. Und deswegen nehme ich den Dungeon einfach mit und dann gucken wir mal. Ich glaube, aus den Dingern kann so ein verrückter flotter Otto rauskommen. Wie gesagt, wir machen den Dungeon einfach mal durch und gucken dann. Boah, was geht denn hier ab, ey, der. Erst der flotte Otto und jetzt die wilde Hilde, oder was? Nee, der Chris, der hat eine fette Keule in der Hand. Da geht das schon. Auf jeden Fall, wie gesagt, mit jedem Charakter mal in jedem Let's Play Part vielleicht eins von den. Die Dungeons abgegrast, dann ist der Käse auch gegessen. Ja, der Chris ist zwar ein richtig cooler Kämpfer, aber das Problem ist, dass der Charakter keine Fernkampfangriffe hat. Er kann zwar diesen Sprung, aber der muss immer nah ran. Im Zaubern ist der Charakter auch nicht so gut. Dafür hat er es halt fett in der Stärke. Ist halt der typische DDler, der im Nahkampf halt an die Front geht. Die Hino ist eher so ein Range-Kämpfer mit Stärke und Fernangriff. Oh, Meisterwaffe. Weiß aber nicht, ob ich das noch. Ob ich das brauche. So, zwischendurch habe ich natürlich die ein oder andere. Oha, was ist das hier? Moschett für Arme oder was? Ja, der vereist. So, jetzt erstmal ein Vita. Ja, sieht man, das wird knapp, wenn der anfangen muss zu. Naja, mit dem Vita-Zauber kann der sich wacker schlagen. Passt auch schon. Lecker Fleisch. Oh, das ist bestimmt ein richtig fettes Kotelett, was der hinterlässt. Ist ja noch so dicker. Der Nebel ist giftig. Wenn die wenigstens ein Artefakt hinterlassen würden, weißt du, aber nein. Toll, 50 Kohle. Gut, ist nicht zu verachten. Ich will gar nicht wissen, wie die Viecher aussehen. Wenn wir Dingsbums, wie heißt's? Wenn wir anfangen, Artefakte zu sammeln. Hier geht's runter. Ich weiß nicht, ob ich hier runter will. Bestimmt. Ich finde die Kameraperspektive grausam. Kam ich von da? Nee, eigentlich nicht.
Oha! Skaraborn für... Aua! Komm, du schaffst auch ohne. So, jetzt kann sie dich heilen. So, 50 Gil, Käferpanzer. Ich glaube, das ist... Entweder kann ich den Fett verkaufen. Oha. Hinter dir. Oh, der trifft mich sowieso. Mithril! Also, ich will mich ja nicht beschweren. Also, was heißt nicht beschweren? Ich hätte schon gern... Entschuldigung. Ich hätte schon gern ein Artefakt. Aber Mithril ist ein so seltenes und so teures Material, dass ich mich auch nicht wirklich beschweren möchte. Ah, da muss ich diese... Okay. Da bin ich also von der falschen Seite hin. Du kannst nach links gehen, wenn du diese beiden Leuchtstäbe halt anhaust, dann geht die Tür auf. Und dann kommst du halt auch hier rein. Ich habe das natürlich jetzt anders gemacht, weil ich gleich nach rechts gegangen bin. Von daher macht das aber nichts. Das bedeutet, wenn wir jetzt am Anfang vom Dungeon wären und nach links gegangen wären, würde es genauso aussehen. Kommen wir von da? Ne, wir kommen von der anderen Seite. Oder doch nicht? Ich und mein Orientierungssinn. Ich sollte mich diesbezüglich vielleicht doch mal Mühe geben. Ne, von da kamen wir. Definitiv. Und dann bin ich hier rein. Gut. Geht's hier lang? Genau, wir kamen. So. Jetzt können wir hier runter. Oder? Okay, hier geht's nicht weiter. Oder noch nicht, man weiß es nicht. Die haben ja auch gewisse Evolutionsstufen, diese Dungeons. Müssen in die Kommentare schreiben, wenn ich die Evolutionsstufen von den Dungeons doch vielleicht mal mitnehmen sollte. Wenn ihr das sehen wollt. Dann mache ich das, aber nur wenn ihr wollt. Und von da kamen wir. Jetzt bin ich doch ein bisschen verwirrt. Ja, der will mir jetzt erzählen, dass wir da nicht lang müssen. Aber darum geht es jetzt nicht. Lass mich raten, jetzt kommen wir wieder an so einem... Ich habe hier noch keine Schatztruhe gefunden. So, der will den Kelch ja nicht nehmen, haben wir aber fett was gefunden. Wunderbar. Gibt es hier überhaupt Truhen? Ich würde es schwer wundern, wenn nicht. Aber das sieht bis jetzt... Gut, ich bin ja noch... Am Anfang des Dungeons, von daher möchte ich mich auch noch nicht beschweren, glaube ich zumindest. Ich glaube nicht, dass wir schon so weit sind. Warum kommen denn da zwei raus? Und das verstehe ich jetzt bitte wirklich, wer will. Ich finde es ja schon ganz gut. Weil ich das hier kleine so richtig lange Taps Fütchen hat. Tap, 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 tap. Also die Schrittzahl meine ich. Ist eigentlich schon ganz cool. Finde ich ein bisschen goldig bei den kleinen. Vor allem, dass die Keule mal genauso groß ist wie der eigene. Oh, hier könnt's. Hier könnte es was geben. Das sieht schon so besonders aus. Och nee, nicht zwei von denen. Thank you.
Okay, die halten zwei Schläge aus. Das ist eigentlich ganz gut. Ist nur doof, dass man sich selbst verletzt. Darf ich niemals vergessen. Nicht, dass ich mit einem halben Leben da hier anfange, die anzugreifen. Und dann mache ich mich selbst kaputt. Oha! Wieder so ein flotter Auto. Also im Nahkampf macht dem Christopher echt niemand was vor. Ich habe die Klasse... Ja, super. Sanitas behalte ich mal. Ich könnte eigentlich eine... Ach du Scheiße. Ich muss hier echt mal klar Schiff machen. Genau, und dann geht das Ding auf. Will ich aber noch nicht lang, obwohl mein Inventar voll ist. Finde ich ein bisschen schade, dass man so wenig Platz hat. Man hat echt dafür, dass die Enddungeons teilweise doch recht lang und groß sind, doch ziemlich viel doch recht wenig Platz, finde ich. Aber naja, Konsolenspiele, da kann man nicht viel erwarten. Beziehungsweise von der halt immer noch Gamecube, ne? Darf man auch nicht vergessen. Warte mal, ich könnte doch eigentlich, bevor ich jetzt hier permanent Sachen wegschmeiße und zerstöre, könnte ich eigentlich mal hier so Edelsteine, Fühler und so ein Kram möchte ich eigentlich gar nicht benutzen. Zerstören. Weil ich echt nicht weiß, wie wertvoll die sind. Wenn die da zum Beispiel ein halbes Mio oder ein halbes 1000 oder so 500, 600 Tacken geben, dann muss man schon überlegen, okay, sind es die wert oder sind es die doch nicht wert? So, jetzt gehe ich hier links lang. Die zwei habe ich... Und jetzt kann ich... Da oben gibt es einen Eingang. Oh, das war's schon. Das war kurz. Das war wirklich kurz. Na gut, vielleicht kann ich ja dann... Ah, bei dem muss man aufpassen. Der hat diese zwei... Die nerven. Aber... Wenn du dem zu nahe kommst, macht der Aua. Was aber erstmal kein Problem ist. Ja, der saugt mich jetzt an. Aua. Oh, du Elender. Der frisst aber ordentlich. Christopher, du bist jetzt mal ein Stück Fleisch essen. Das steigert nämlich deine Stärke. Oder ein Fisch, komm, das passt auch. Hoffentlich lohnt sich das. Ach so, ich Vollidiot. Wir machen ja danach den Kelch voll. Ja, zum Glück hast du 51 Abwehr. Theoretisch habe ich so gut gefarmt. Ist aber. Naja, komm her. Ich glaube, gegen Feuer ist er sehr allergisch, meine ich. Aber hier findet man so gut wie. Boah. Kannst aber vergessen, du. Da werde ich aber nach jedem fetten. Naja, wenn er das ansaugen macht, geht's eigentlich. Dann frisst er ordentlich Schaden. Alter, der kann
den willst du nicht im... Ja doch, den willst du eigentlich nicht zu essen haben mit so einer Schnauze. Oh, herrlich. Ja, geht eigentlich, ne? 20 Minuten? Passt, kann man machen. Ins Tagebuch eingetragen, ja. Warum wurde das jetzt übersprungen? Ich habe doch keinen Knopf gedrückt. Post, Kupu! Bitte sehr, Kupu! Ein Brief von Hardy. Hardy, der schon wieder. Dein Glück, was zum... Wenn es den blauen Vogel des Glücks gäbe, welchen Herzenswunsch würdest du an ihn richten? Ich will Fleisch, eine glückliche Familie, mein Überleben. Ich will Fleisch. Und jetzt schicke ich dem selbst ein Stück Fleisch. Komm, das ist einfach krasser Humor. Doch, das mache ich. Ich will Fleisch. Geil. Ich will Fleisch und Fleisch schicken. Geil. Oh, schön, mein Humor. So, wird zugestellt. Alles klar. Will ich mal gucken, was für ein Artefakt wir uns aussuchen können. Viele Gegenstände sammeln. Ja, das haben wir gemacht. Wir haben unser Inventar schön voll gemacht. So, was nehmen wir uns dann? Oh, Ogerjäger Magie Stärke 2 oder Wunderroute. Ich würde sagen Ogerjäger. Ich habe mir hier eine Liste gemacht, wo drin steht, was für Artefakte wer bekommt. Deswegen klapper ich das mal ganz schnell ab. Ogerjäger, wo haben wir den denn hier? Und dann haben wir auch schon wieder dieses Jahr beendet. Ich werde natürlich dann auch dementsprechend zurückreisen und den nächsten Dungeon machen. Ist die Frage, ob wir das in ein Part packen oder nicht. Eigentlich ungern. Wir suchten die Streifenräuber auf, weil uns zu Ohren kam, dass sie angeblich einen Familienvater auf dem Gewissen hatten. Doch das bestritten sie verhemmt. Sie seien mit Leib und Seele Räuber und betrieben ihre Aktivitäten mit Stolz, aber würden nie so weit gehen und für ein paar Gil jemanden das Leben nehmen. Ehrlich gesagt könnte ich ihnen das auch nicht zutrauen. Ja, wenigstens ehrliche Räuber. Mit Klauen aber tun niemanden weh. Das ist noch Kunst. Entschuldigung, aber das ist Kunst. Ein merkwürdiger Typ, dieser Mann, der sich als Guardi vorstellt. Was immer er der Karawane aus Mal angetan hatte, es hätte ihn beinahe das Leben gekostet. Und dann dieses komische Gedicht, der König der Stacheln, von allem der Größte, bis ein Blitz ihn erlöste. Ja, da gibt es ja auch eine interessante Geschichte dazu, zu den beiden. Könnt ihr ja mal googeln oder ich kann es euch mal vorlesen. Ist ganz nett. Es gibt ja zwei, Guardi und Hardy. Der eine verteilt Lügen und der andere erzählt Wahrheiten. Nur die Frage ist, wer ist wer? Oder sind beide eine Person? Aber warum sagt der eine die Wahrheit und der andere lügt? Und woher kennen sie die Gedichte? Und was hat das überhaupt damit auf sich? Ja, das... Ja... Von den Dungeons her könnten wir da hin und das auflösen, aber haben noch nicht alles abgeklappert. Na, 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 na. Den langjährigen Forschungen der Sakura-Chans zufolge ist die Monsterrasse der Puddinge anfällig gegen Hitze, weil dann ihr weicher Körper zerfließt. Zwar sind die Gründe unbekannt, jedoch scheinen sie gegen Gemach und Stopp und allgemein gegen zeitbeeinflussende Zauber resistent zu sein. Gegen den schlimmsten der Puddinge ist man ohne Sanctus schon beinahe machtlos. Schlimmsten der Puddinge, what? Also die Jukes.
Wir beendeten unser Mittagessen und wollte gerade aufbrechen, als uns in panischer Hast ein kleiner Goblin entgegengerannt kam. Dicht auf den Fersen eine kleine Gruppe kleiner Christophers. Nicht, dass es große gäbe. Also Liliths. Wahrscheinlich hatte ihnen der Goblin ein kostbares Material stibitzt, worauf die Liliths aus Mal als Abkömmlinge versierter Schmiede besonders empfindlich reagieren. So. Ja, das ist aber klar. Im Schmied glaubt man jetzt an Essen. Wir trafen auf die Karawane aus Mal. Ja, oh, das sind die Saschas. Ihr Kristallkelch war bis zum... mehrmals war ja schon wieder die kleinen Christophers. Ihr Kristallkelch war bis zum Rand mit dem Tau der Miri gefüllt und erhobenen Hauptes stolzierten sie die Straße entlang. Für eine Waffe hatten sie wohl keine Verwendung, so dass sie mir eine mitgaben. Als erfahrene Schmiede liegt ihr eigentliches Interesse wohl eher in der Kunst des Schmiedens selbst, als in dem fertigen Gegenstand. Ich sollte vielleicht das Spiel den Satz zu Ende schreiben lassen und dann lesen. Wir trafen auf die Karawane aus Luda. Sie bestand zwar nur aus zwei Mitgliedern, aber sie bildeten dennoch eine vollwertige Karawane. Also Hinos, die Selkis. Sie sprachen völlig nebensächlich vom Kristallkelch und vom Myrebaum, als beträfen sie diese beiden lebenswichtigen Dinge gar nicht. Dabei steht doch auch bei ihnen das Wohlergehen ihres Dorfes auf dem Spiel. Ja, die sind so eher die Tageschiller, die nehmen das alles nicht so ernst, machen es trotzdem. Ja, ganz entspannte kleine Hinos halt. Den langjährigen Forschungen der Sakura-Chans zufolge besitzt Qual eine hohe Resistenz gegenüber Zauber, die Zeit manipulieren. Schwere Zauber können ihm offenbar auch nichts anhaben. Gegen Zustandsveränderungen ist er immun. Seine Stärke ist gleichzeitig seine größte Schwäche, denn er benötigt viel Zeit, um seinen Zauber auszuführen. Qual. Wer war denn das nochmal? Bestimmt ein Bossgegner. Shella, die Stadt der Sakuras. Eine seltsame kühle Brise wehte durch den kleinen Ort. Er war ganz anders als bei uns in Komeni. Und man wurde das Gefühl nicht los, plötzlich eine andere Welt betreten zu haben. Eine Welt, in der wir nicht gehörten. Um ihre Zauberkraft zu steigern, nehmen die Sakuras angeblich eine menschenähnliche Form an. Eigentlich bestehen sie aus einer Energie, die wir Seele nennen. Okay. Ein Symbol des Friedens, Veolu. Als die Zeit des Friedens eingeläutet wurde, trieben die ersten Knospen des Myrebaums aus dem Boden. Pech für uns, dass er ausgerechnet von einem Golem bewacht wurde, der sich seiner eigentlichen Aufgabe nicht mehr bewusst war. Aber wie sagt man, ohne Fleiß kein Preis. Ja, der Golem war eigentlich dazu gedacht, diesen Ort vor Monstern zu schützen, und der Mogri ist ja wie ein Monster, den wir haben, und deswegen hat er uns angegriffen. Fumm! Die Saschas ist anscheinend sowas wie ein riesiger Bauernhof. Das Volk der Saschas bestellte und hütete schon seit vielen Jahren die Felder dort. Typisch für die geduldigen und sanftmütigen Saschas. Doch angeblich waren es die Sakuras, die Wasser in die Ebenen von Fum leiteten. Und es waren die Christophers, die die Straßen in dieser Gegend bauten. Ja, ist doch schön. Die Christophers bauen mir die Straßen, die Sakuras spenden mir Wasser und ich sorge dafür, dass sie was zu essen haben. Ein Ort namens Katorikesmin. An einem Ort namens Katrogesmin bezwangen wir den Ork-König und erhielten den Tropfen des Myretaus. Ja, hier sieht man nochmal, es war ein recht harmloser Kampf und wir hatten sogar Zeit, eine kleine Pause einzulegen und die Landschaft zu genießen. Das sind die Dungeons, die ich jetzt so abfahren werde, ohne die jetzt aufzunehmen, weil wir die halt schon gesehen haben. Wer hätte gedacht, dass wir uns so wacker gegen die Monster schlagen würden? Ja, easy. Hallo? Das machen wir doch locker.
über die Monsterrasse Pudding. Sie bestehen angeblich aus schleimigem Gel, besitzen weder Arme noch Beine, haben dennoch einen äußerst festen Stand. Ihre elastische, weiche Masse nutzen sie gekonnt im Kampf, um ihre Gegner zu attackieren. Aus dem großen Mund, der angeblich die Hälfte ihres Körpers ausmacht, speien sie giftige Gase. Na lecker. Kannst mir auch gleich sagen, dass sie im Kampf rülpsen wie Sau. Ja, was anderes ist das nicht. Aus heiterem Himmel wurden wir plötzlich aus der Karawane aus Scheller angesprochen. Als ob sie wussten, dass wir in unserem Wagen vertraut, was wir in unserem Wagen verstaut hatten, fragten sie uns, ob wir einen bestimmten Gegenstand mitführten. Irgendwie unheimlich, diese Sakuras. Aus Angst ließen wir uns auf ein Tauschgeschäft ein. Wirklich gelohnt hat es sich für uns aber nicht. Ja, das stimmt, die wollten, glaube ich, irgendwas Spezielles haben und haben uns Eisen oder so dafür gegeben, also naja. Über das Monster Lord Gigas. Der Gigas, der in Jack Moschets Villa wohnt, ist angeblich Jack Moschett höchstpersönlich. Seine Frau Daisy Maggie ist eine Lamia und eine richtige Feinschmeckerin. Zum Leid der Chefkoch Tom Berries, die die Dame des Hauses ständig kulinarisch verwöhnen müssen. In dieser Ehe hat eindeutig sie die Hosen an. Das ist Moschets Villa, der große Dicke und die Trulla. Wo wir die Trulla zuerst besiegen müssen, weil sie ständig ihren Gatten heilt. Es war der Grottenwurm, der aus dem Innern der Höhle des Windes den Wind erzeugte. Wir bezwangen ihn und blieben am Höhleneingang noch einmal stehen. Wir mussten uns überzeugen, dass tatsächlich der Grottenwurm für den Wind verantwortlich war. Die Luft stand still. Just in dem Moment, als wir uns umdrehten, streichelte uns ein sanfter Wind über die Wangen. Aber unseren Miretau haben wir bekommen. Das dritte Jahr geht zur Neige. Die vielen Erinnerungen, die wir dieses Jahr gesammelt haben, lassen die alten langsam verblassen. In den Märchen werden die abgestumpften Erinnerungen, die ihren einstigen Glanz verloren haben, von Monstern gefressen. Aber was passiert wohl mit den vergessenen Erinnerungen? Schaue ich zurück und lasse meinen Blick in die Vergangenheit schweifen, ist mein Weg in die Zukunft mit Trauer erfüllt. Jo, alles klar. Komini, Jahr 4. Die Mismerströme des vierten Jahres. Erde, Wind, Feuer, Wasser. Okay. So. Willkommen zurück, dass du mir auf der Jase. Ja, ja, Reise gesund bleiben, ist passt schon. Hey Chris, musst du schon los? Ist nicht viel, gib es sinnvoll aus. Alles klar, super, danke Babs. Na, du bist wieder da, erzähl ich schon von deinem Abenteuer. Ja, was soll ich dir erzählen? Ich hab ganz vielen Monstern auf die Schnauze gehauen und auf die Omme und hab mir Reh geholt. So Bürgermeister, hast du noch was Weises zu sagen? Nimm dich ja vor den Monstern acht. Ja, das ist kein Problem. Oh, guten Tag. Alulu, was ist deine Hilfe zu schätzen? Kann ich hier mit irgendwelchen Accessoires dienen? Accessoires brauchte ich einfach. Lag einfach da dran, weil wir einen Schneider brauchten. Fertig. Mein Sohn, Chris, benötigst du Waffen oder Rüstung? Ich stelle sie dir im Nu her. Meisterwaffe ist der Drachenspeer. Ist jetzt die Frage, habe ich den Drachenspeer schon? Nee, ich habe die Sonic-Lanze. So, dann kriegt der Christopher auch endlich mal seine Meisterwaffe. Bei den anderen habe ich das. Kämpferwaffe war die Sonic-Lanze, genau. Meisterwaffe, was brauche ich denn dafür? Oh, Mithril-Edelstein, super.
Ja, perfekt. Das sieht doch schon mal ganz gut aus. Leider können wir die nur zerstören. Ich habe im Internet nachgeguckt. Ich weiß auch nicht, wie man die Dinger verkauft. Leider, leider. So, was brauche ich denn sonst noch? Kämpferwaffe, Eisenpanzer, Mithrilplatte. Schild für Klavats, Gürtel für Selkis. Falsche Schmiede. Gut, dann kann ich eigentlich alles verkaufen. Damit der Christopher ein bisschen Kohle kriegt. Mithril-Handschuh, Mithril-Rüstung. Drachenspeer, Eisensplitter, Edelstein. Den Käferpanzer behalte ich mal. Die Kokerhaut und die Gigaskralle auch. Obwohl, eigentlich kann alles verkauft werden. Weil ich so viel nicht brauche. Elfenreif. Ja, das wäre doch mal was. Die Frage ist nur, wo finde ich eine Schmiede? Okay, die haben mir nichts zu sagen. Wollen wir mit den Zaubersteinen spielen? Ja, Tor! Ja, Elfenreif wäre natürlich geil. Die Frage ist, wo kann ich den Elfenreif bauen lassen? Ich glaube nicht, dass die Eltern von der Alunu das bauen können. Du siehst gesund und munter aus, ja. Ich weiß aber, wo wir das herkriegen. Deswegen werde ich mal nicht so viel verkaufen, weil ich nicht weiß, für was, was wir für den Elfenreif brauchen. Hallo Chris, was macht die Reise? Wie geht's Hino? Hast du schon Heimweh? Ja, natürlich. Bist du nicht ein Freund von Hino? Ja, wir sind in der gleichen Karawane. Ein nützlicher Gegenstand für die Reise. Easy. So, ich behalte mal eine Bronze und ein Eisen. Okay, Eisensplitter behalte ich auch mal. Ich behalte von allem mal eine Sache. Weil ich echt nicht weiß, was ich für Dingsbums brauche. Für den Elfenreif. Gut, der Christopher ist eher ein Kämpfer. Das bedeutet, er sollte so Fische... Drei Fische sollte ausreichen. Wasser kann weg. Milch auch. Wunderwasser kann auch weg. Kämpferwaffe, Eisenpanzer, Mithrilplatte. Das ist nur was für Damen. Den brauche ich. Ja, dann habe ich eigentlich genug verkauft. Wie viel Kohle habe ich eigentlich jetzt? 2000, das passt. Dann will ich mich mit dem Christopher jetzt nochmal auf den Weg nach Mal machen. Glaube ich, war das. Und dann würde ich ganz gerne nochmal gucken, ob... wie heißt's? Was ich für den Elfenreif brauche. Was das für ein Accessoire ist. Das wäre natürlich super. Auch dieses Jahr ist die Zeit des Abschieds gekommen. Hast du dich von deiner Familie ver... Ja, haben wir. Kehre von Zeit zu Zeit heim und zeig deiner Familie, dass es dir gut geht. Der Jüngling, von dem ich dir erzählt habe, hat schon lange keine Briefe mehr geschrieben. In seinem letzten Brief schrieb er von einem namhaften Ritter, den er angeheuert habe, um seine Gedanken in die Tat umzusetzen. Er hat wohl eingesehen, dass er alleine die Welt nicht retten kann. Nun ja, Freunde und Weggefährten sind wichtig. Begegne ihnen mit dem nötigen Respekt. Lebe wohl. Das ist auch nicht ohne. Oh, was geht denn hier ab? Dün, 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 dün. Die Karawane aus Mal wurde vom Schwarzen Ritter überfallen. Diesen Umstand nahm ich zum Anlass, persönliche Informationen über den Schwarzen Ritter einzuholen. Die meisten, die ihn getroffen haben, hatten ihn glücklicherweise gut in Erinnerung. Ein einsamer Ritter, der nicht als Geleit einer Karawane reist, fällt schließlich auf. Sein Name tauchte vor einigen Jahren zum ersten Mal auf. Das Gericht über seinen gekonnten Umgang mit Waffen verbreitete sich wie ein Lauffeuer. Und ein Missionar namens Hardy, der von den außergewöhnlichen Fähigkeiten des Ritters hörte, heuerte ihn als Geleitschutz an. Das hat uns der Bürgermeister gesagt. Dieser Jüngling ist sozusagen Hardy und der Schwarze Ritter ist dieser
Typ, der ihn begleiten soll. Ich glaube, die haben es auch geschafft, gegen den Endboss zu kämpfen und deswegen sind die alle so ein bisschen verwirrt. Um das ein bisschen zu lüften, das werden wir so an sich nicht herausfinden im Spiel. Hardy und Gardy. Der Gardy, der immer Lügen erzählt, und der Hardy, der die Weisheit erzählt, bei allen beliebt ist, ist ein und dieselbe Person. Nur durch den Kampf gegen den Endboss, die irgendwas mit Erinnerungen, mit Sachen zu tun haben, haben die beiden verwirrt gemacht, weil sie verloren haben und jetzt wissen sie nicht wirklich, was abgeht. Deswegen wirst du die beiden niemals zusammentreffen. Und der schwarze Ritter, der scheint auch irgendwie was davon getragen zu haben. Reisende wollen ein Lager in der Nähe des Sumpfes gesehen haben, wo der schwarze Ritter mit dem Missionar kampierte. Nur leider verlieren sich ihre Spuren und niemand hat sie seitdem zu Gesicht bekommen. Gestern suchte ich Hardy persönlich auf, um ihn zu fragen. Komischerweise sagt er nur, er könne sich an nichts erinnern. Ganz genau. Der schwarze Ritter. In der Stadt soll es Kinder geben, die sich aus unerfährlichen Gründen an ihm rächen wollen. Ja, und zwar heißt es, dass der schwarze Ritter den Vater von den Kindern getötet hat. Tja, das Interessante ist, auch wenn es schon länger her ist, vielleicht fürchtet der Missionar um seinen guten Ruf und kann sich deswegen an nichts erinnern. Mehr habe ich nicht herausfinden können. Niemand weiß, wo er hergekommen ist und niemand weiß, wer er sein könnte. Die Kinder wollen sich an dem schwarzen Ritter rächen, weil sie denken, der schwarze Ritter hat ihren Vater getötet. Allerdings ist der schwarze Ritter ihr Vater ohne Erinnerung. Das kriegt man nur durch Zufall raus oder wenn man die Geschichte liest, deswegen sage ich euch das. Ein Brief, dass mein Paket angekommen ist, habe ich bekommen, aber das Paket wurde dennoch nicht zugestellt. Gardy, erwischt was? Unmittelbar nachdem du mir das Paket gegeben hattest, habe ich den Bestätigungsbrief aufgesetzt. Ich dachte, du fühlst dich besser, wenn du glaubst, dass dein Paket sei angekommen. Und wo ist mein Paket? Es ist in deinem Interesse, wenn du es nicht weißt. Das ist der Gardy. Die haben immer die gleichen Sachen an, nur der eine nur etwas andere Farbe. Ist aber irgendwie so hin und her. Ich will es wissen. Nun gut, es ist deine Entscheidung. Ault. Bitte, ich habe dich nicht gehört. Es ist verfault. Es war ja alles roh. Wie? Du hast mir versprochen, schneller als die Mokri-Post zu sein. Deswegen habe ich dir mein Paket anvertraut. Selbstverständlich bin ich schneller als die Mokri-Post. Die Bestätigung des Eingangs des Pakets kam doch unmittelbar, oder nicht? Ja schon, aber... Und dann warst du über die rasche Zustellung überrascht, richtig? Ja, war ich. Du siehst, ich bin schneller als die Mokri-Post. Du hast mich betrogen, das ist Betrug. Ein unschönes Wort. Ich bevorzuge geflunkert. Das ist dasselbe. Sehr bedauerlich, dass mein guter Wille nicht belohnt wird. Ich will auf der Stelle mein Geld zurück. 1000 Gil hast du von mir verlangt. Oha. Für so eine holde Maid wie dich liebend gerne. Aber es sind ähnliche Beschwerden eingegangen und ich habe leider kein Geld mehr bei mir. Aber diese mordslustigen Augen sehen einer Klavat gar nicht ähnlich. Also müssen wir wieder dem Penner den Arsch retten. Kriegen wir aber hin. Ich würde sogar sagen, dass wir das machen. Hallo, du siehst toll aus. Könntest du mir bitte 1000 Gil leihen? Ausnahmsweise. Wozu hat man Freunde nicht wahr? Ich danke dem Himmel, dass wir uns begegnet sind. Das hat schon seinen Grund. Die meisten Pakete erhalten rohe Esswaren. Ich habe es erst an dem Fäulnisgeruch gemerkt. Auf der Suche nach Reichtum in den Wüsten der Leere. Eine Behausung der Schwere. Damit ist gemeint auch wieder eine Wüste und ein Schneckenhaus. Oder irgendwas. Das meiste habe ich wegschmeißen müssen. Es macht schon Sinn, dem Penner den Arsch zu retten. Hardy und Gardy, das sind ein und dieselbe Person, die aber ein bisschen anders da aussehen, dass man die unterscheiden kann. Der eine tut Gutes. Das ist der Hardy.
der ist auch, ist auch heller gekleidet. Nagadi ist so ein kleiner Flunker. Liegt aber, glaube ich, an der Begegnung mit dem Endboss, weil sie versucht haben, das Welt vom Misma zu befreien. Haben sie so einen derben Rückschlag bekommen. Deswegen, der Hardy macht Gutes, weil er irgendwie im Unterbewusstsein weiß, dass der Gadi was Schlechtes macht. Und deswegen ist es immer so ein Hin und Her. Es ist aber ein und dieselbe Person. Natürlich erst, nachdem es verfault war. Naja, was geschehen ist, ist geschehen. Drecksack. Den müssen wir permanent den Arsch retten. Das ist so schlimm. Aber die Gedichte helfen uns. Also, die geben Hinweise. Natürlich, klar, ich kann jetzt im Internet gucken. Das ist easy. Aber so im Endeffekt, geben die Gedichte Hinweise auf den Verbleib von dem Element, was wir später zuhauen müssen. So, ich will jetzt nochmal nach Mal, weil wir doch jetzt sehr viele Ereignisse mitgenommen haben. Dann haben wir eigentlich auch genug. Jo. Dann sind wir auch schon wieder bei 44 Minuten, das passt. Wie gesagt, nach Mal, dann will ich nochmal gucken, was der Frauenring so zu der Elfenreif, für Materialien braucht. Vielleicht kann ich ihn ja schon bauen oder Sachen kaufen. Wie gesagt, ich will dem Gardi jetzt nicht permanent den Arsch retten, aber wenn man die Hinweise zum Let's Play mitnehmen möchte, also für das Let's Play, macht das schon Sinn. Ich weiß auch gar nicht, ob wir großartig ablehnen können. Ansonsten werde ich jetzt demnächst ein bisschen so leveln. Ich zeige euch das mal, ja. So. So, wir haben ja hier rechts die Werte. Das bedeutet, die müssen wir sowieso ein bisschen hochfarmen und allem drum und dran, aber das passt soweit. Man kann auch ganz gut jetzt schon theoretisch gegen den Endboss gehen. Allerdings muss der Erinnerungswert höher werden. Der Erinnerungswert steigert sich aber nur, wenn man jetzt zum Beispiel wirklich einen Tau der Myrie sammelt und ein paar Briefe schickt. Das ist das Problem. Und deswegen werde ich wahrscheinlich mit jedem Charakter, weil normalerweise machst du es so, du hast deine Charaktere, um dein Dorf zu füllen und deinen Hauptcharakter, mit dem du alles durchspielst. Dann geht das auch relativ schnell, aber da wir jetzt mehrere Charakter sind, ist es ein bisschen schwierig. Ich bin Schmied, stahlfeste Rüstung gibt es bei mir. Elfenreif? Nein. Warum kann ich denn, wo kann ich denn den Elfenreif herstellen lassen? Sag bloß, ich muss zu den Nukes. Schneider nicht. Was? Das ist doof. Dann kann ich nur noch nach Mal gehen. Ich könnte mal in Mal gucken, aber ich glaube, in Mal gibt es das auch nicht. Ich glaube, das Problem ist wirklich, dass ich zu den Nukes muss. Das Problem bei den... Oh. Das Problem daraus ist... Ah, schon wieder die. Sei gegrüßt, Karawane. Ach, sehr disziplinierte Chris. Chrissies. Ich sehe, ein Lilith befindet sich in euren Reihen. Eine weise Entscheidung. Doch hört man beunruhigende Gerüchte in letzter Zeit. Nehmt dies mit, ihr werdet es brauchen. Und dass ihr mir ja nicht übermütig werdet. Kürbiskartoffel. Alles klar. Und Tagebucheintrag. Dankeschön. Oh, die sind schon ganz nett. Auch wenn sie ein bisschen streng sich fügen. So, Wind. Da muss ich zu dem Pilzwald. What? Och nee, warum kann man das... Warum muss man das so umständlich machen? Oh, ich muss jetzt zur anderen Seite des Ufers, muss das Dingsbums in Wind umwandeln und dann... Oh, scheiße.
Ab einem gewissen Level wird auch der Fluss trocken und dann ist das Boot natürlich weg. Kann man aber nicht einfach so rüber. Und dann fährt der Typ aufs Meer. Und wenn wir das dann im nächsten Jahr dann geregelt haben, sozusagen. Stimmt, wir können jetzt zum Kilander-Vulkan gehen oder zum anderen Ufer. Das macht er jetzt schon. Jetzt können wir nämlich einen neuen Dungeon besuchen. Das bedeutet, wir haben eigentlich genug zu tun. Wir haben jetzt auf der anderen Seite noch einen Dungeon, den wir noch nicht abgegrast haben. Dann können wir zum Vulkan reisen. Dann haben wir schon wieder zwei Dungeons und den dritten Dungeon. Ich glaube, das wäre dann wirklich die Wüste. Aber ich will jetzt erstmal mein Element in Wind umwandeln. Oh, dass man das nicht skippen kann. Das kannst du wirklich nicht skippen. Das ist ein bisschen nervig. Also beim ersten Mal ist es ja ganz okay, aber wenn du es halt permanent machst oder öfters machen musst, so wie wir jetzt, dann ist es sehr ärgerlich. Ja. So, wir hätten jetzt zu tun Kilander-Vulkan, Dungeon Nummer 1. Da oben links die Dämonenstätte und dann müssten wir eigentlich dann noch dieses Dingsbums hier rechts auf der linken Seite begehen können. Und dann meine ich, kommen wir sogar nochmal irgendwo hin. Ich glaube, da kommt dann schon die Wüste. Dann haben wir sogar das Jahr auch schon. An sich hätten wir das Jahr dann voll. Ich glaube, das werde ich dann auch direkt machen. Weil in der Wüste geht nämlich dann dieses Superelement. Der Vorteil von dem Superelement ist, wir können dann zum Endboss. Aber, und jetzt kommt das große Aber. Wenn wir dieses fünfte Element, nennen wir es mal fünftes Element, wenn wir das fünfte Element besitzen, dann brauchen wir uns keine Gedanken mehr um diesen ganzen Hin und Her machen. Dann können wir die Welt offen bereisen, weil das fünfte Element steht über allen anderen und wir kommen durch jeden Mismastrom. Hallo? Danke. Stand hier unten nicht jemand? Da steht er, der andere. Der Hardy. Die lange Suche nach dem Tau der Mireille ist eine Probe, die uns auferlegt wurde. Die jungen Karawanen werden bald diese Probe bestanden haben und eine frohe Zukunft bringen. Genau, das ist der Hardy. Wie ihr seht, sieht er von den Farben her anders aus, aber genau gleich wie der Gardi. In der Story steht zumindest, dass es halt die gleichen Personen sind, habe ich ja schon mal erzählt. Und dass der Hardy die gute Seite ist, eine andere die nicht so gute Seite. Und anstelle von einem gesunden Gleichgewicht liegt einfach daran, dass er irgendwie mal fett eins auf den Deckel gekriegt hat. Oh, hallo, Volk vom Sascha. Hallo, ist das Wetter nicht wunderschön? Ja, natürlich. Und schau nur, wie stark und kräftig die Natur atmet. Bestimmt haben alle Pflanzen eine ähnliche Kraft wie der Mireille-Baum. Wollen wir unter der warmen Sonne zusammen essen? Die frische Luft hat uns hungrig gemacht. Wir haben auch Kürbiskartoffeln aus Fum dabei. Oh ja, oh geil, lecker. Klar, natürlich. Das sind nette Leute. Kürbiskartoffeln von vorhin. Das Einpflanzen macht Spaß und die Erde hier ist reich an Humus. Und wir haben eine Kürbiskartoffel bekommen. Super. Schön. Ich mag die. Die Leute aus Fum sind ein schönes Volk. So, ich wollte jetzt hier auf diesem Kontinent weiter. Um zu gucken, ob ich irgendwo eine Schmiede finde, wo ich diesen Elfenreif machen kann. Dann werde ich mir das gleich mal notieren. Ja, das bedeutet für mich, offscreen so ein bisschen zu tun haben. Vielleicht nochmal ein paar Dungeons abgrasen. Obwohl eigentlich nicht. Ich müsste normalerweise echt jetzt längere Zeit aufnehmen. Weil der letzte Part, den ich hochgeladen habe von Final Fantasy, ja, da gab es schon zwischen Part 5 und 6 ist schon zu große Pause für ein aktuelles Projekt. Von daher. Aber ich hatte einfach keinen Bock jetzt in den letzten Wochen fett aufzunehmen. Aber das passt. So, ich will mal hier reingucken.
Aber ich glaube, ich muss zu den Jukes. Das wird natürlich das, diesen Part auch nochmal ein bisschen in die Länge ziehen, weil ich... Um zu den Nukes zu kommen, brauche ich einen Scheller-Pass. Außer du bist selbst ein Nuke. Also die Sakura kommt da locker kostenlos rein, aber wir jetzt halt nicht. Den gibt es aber. Proviant? Nö. Den gibt es aber nur bei Delavu, glaube ich. Heißt das? Also bei dem Dungeon da. Und da müssen wir erst einmal hin. Was ist? Was soll ich hier schmieden? Ja, falsche Schmiede. Ich probiere es jetzt nochmal bei den Jukes. Ich glaube aber nicht. Gibt es hier noch einen zweiten Schmied? Nee, ne? Jo, ja, die sagen eigentlich immer das Gleiche. Gibt's wirklich nur einen Schmied? Na, ist doch doof. Dafür, dass es so eine große Stadt ist, ist es schon ein bisschen traurig, dass es wirklich nur eine Dingsbums gibt. Eine Schmiede. Aber ich glaube, der Elfenreif ist ein Accessoire, ein magisches Accessoire. Das können nur die Jukes erstellen. Also in der Stadt, in der wir beim letzten Part waren, ist ja schon für mich wieder ein bisschen her. Was brauche ich denn für ein Dingsbums? Ich bin so froh, wenn ich dieses fünfte Element habe. Feuer. Ich glaube, Feuer kriege ich hier unten. Hier ist Feuer und Wasser, ne? Super. Ja, das war natürlich genauso, wie ich mir gedacht habe. Total dumm. Ich muss jetzt hier durch, da muss ich in den Dungeon. Und wenn ich im Dungeon bin, muss ich so lange kämpfen, bis ich einen Scheller-Pass habe. Und dann kann ich zu den Jukes und kann den Christopher dann diesen Elfenreif herstellen lassen. Weil, ja... Das ist blöd. Zumal ich auch überhaupt keine Ahnung habe, was dieser Elfenreif bewirkt. Wenn du da im Internet guckst, kriegst du da so wenig Informationen. Ist wirklich so. Final Fantasy Crystal Chronicles hat in meinen Augen von den Games her, auch wenn du dir irgendeine Komplettlösung oder so reinziehst, ganz, ganz wenig Informationen. Du kriegst angezeigt, wo du die Blaupause sozusagen findest. Du kriegst auch angezeigt, ich glaube auch die Materialien, aber du kriegst nicht angezeigt, wo du sie herstellen kannst, aber du kriegst nicht angezeigt Dingsbums. Du kriegst nicht angezeigt, wo so was sie bewirken. Also was für einen Effekt die haben. Das ist echt grausam. Also entweder kann ich da nicht richtig nachgucken oder es gibt Probleme mit Dingsbums. Ich glaube, die Kröten haben die dabei. Nee. Ich muss so lange kämpfen, bis ich so einen scheiß Schellerpass finde. Die findest du auch nur wirklich hier. Von daher... Boah, was ist denn hier? Und natürlich nur Zauber. Es war so klar. Es war so klar. Ich will doch nur so einen scheiß Pass haben. Och Mann, hab ich mir ja... Ich will's aber auch jetzt nicht irgendwie beenden und offscreen machen. Darauf habe ich auch keine Lust. Da haben wir.
Schneller Pass, perfekt. Der Rest ist mir scheißegal. Und zum Glück muss ich den ganzen Dungeon nicht nochmal machen. Könnte ich natürlich, aber darauf habe ich jetzt keine Lust. Ich will jetzt diesen Part beenden. Ach man, du scheiß Vogel, ey. Oder was weiß ich, was du bist. Mogri. Ich gehe schon bewusst zurück. Jetzt so schnell wie möglich raus hier. Kann ich Geld? Ja, nee, jetzt kann ich ihn auch bis zum Schluss nehmen. Spacken. Ah, dieses kleine Fellknäuel geht mir manchmal so auf den Nerv. Aber ich hatte recht mit Violo. Super. Und wenn ich da jetzt keinen Schneider finde, um diesen Elfenring zumindest herstellen zu lassen, dann war es das heute für mich. Dann wird da nichts weiter aufgenommen. Scheller Pass hast du dabei. Gut. Milch meines Amtes weit. Bitteschön. Danke, Opa. So, wie kann ich dienen? Ja, tut, was er kann. Willkommen. Zeitglocke. Was ist halt die Frage? Weißt du was? Ich kaufe mal einen. Den Norm hat Scheller verlassen. Er sagte, ja, komm. Ach so, ja. Hier waren wir ja schon. So, jetzt muss ich nur gucken. Der Norm ist vor, der sagt, er müsste weiter Untersuchungen machen. Jo. Gibt's hier irgendwo... Hier, Elfenreif. Elfenring. Silber und Elfenträne. Gut, ich würde sagen, ich würde mir das aufschreiben, aber das kann ich ja dann später im Video nochmal reingucken. Gut, dann weiß ich Bescheid. Elfenring, ja. Zeug halt, habe ich schon gerade wieder vergessen. Elfenträne und Dingsbums. Dann machen wir da schon Scheller. Gut, weiß ich Bescheid. Ich gehe, ich tue abspeichern und euch sage ich schon mal vielen Dank fürs Reinschauen. War nett, war cool. Und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Part. Ich weiß nicht, ob ich den direkt aufnehme oder nicht. Lass mich mal ganz kurz im Dingsbums gucken. So, was haben wir denn hier? Sascha, Hino, Sakura, Christoph, Sascha, Hino. Okay, das bedeutet, beim nächsten Mal geht es sogar mit dem Sascha weiter. Im nächsten Part. Ja, vielen Dank. Macht's gut. Bye, bye. Dreaming of the stars.